Ich habe mich eigentlich nicht nur beweisen, dass ich die Arbeit gleich machen kann, sondern es sind auch Vorurteile manchmal, dass Leute im Rollstuhl die ganze Zeit krank sind, die ganze Zeit fehlen an einem Arbeitsplatz. Das beweisen, dass das nicht so ist. Als ich noch jünger war, hat es schon oft gegeben, dass die Leute einem anschwätzen. Ein bisschen auch, eben, ja, schaffst du dann auch etwas oder machst du auch etwas? Also man wird schon nicht immer so voll ernst genommen, gerade so gegenüber fremden Leuten. Wenn so die Erwartungen so tief sind, an jemanden im Rollstuhl, und ich kann nachher sagen, was ich eigentlich für einen Weg gemacht habe, ist irgendwie noch schön. Ich finde es irgendwie noch genugtuend. Das sind politische Vorstöße und Gesetzgebungssachen, die wir haben. Wir haben Beschwerdeverfahren und wir haben die Beratung der Ämter. Und das ist einfach ein lässiger Mix. Es ist sehr abwechslungsreich, viel mit den Leuten zu tun auch. Ich denke, für mich war es ein grosser Schritt nur schon, das Studium zu Freiburg. Das war für mich so das erste Mal von daheim weg. Nicht meine Familie, die immer rum ist, meine Freunde, die ich kenne, sondern ich musste neu auf Leute zugehen. Ich hatte eigentlich niemanden kennengelernt. Gebt mir eure Stimme. Warum machen Sie so viel? Durch die Situation im Rollstuhl sehe ich halt wirklich im Alltag, wo es einfach noch viele Hindernisse vorhanden sind, wo ich denke, könnte man einfach auch vermeiden. Ich sage immer, wenn man mich fragt, wo ich auch eingeschränkt bin, es gibt Sachen, die man nicht ändern kann, was halt durch meinen Unfall passiert ist, aber es gibt viel durch die Umwelt, die eigentlich nicht nötig wären. Und darum habe ich eigentlich früh angefangen, mich da auch ein bisschen einzusetzen und den Leuten auch ein bisschen aufzuzeigen, wo die Probleme sind. Und man merkt auch, dass Leute eigentlich recht offen sind. Es ist ja meistens nicht böse Wille, sondern man denkt einfach nicht dran. Und wenn man den Leuten ein bisschen erklärt, wo auch Probleme sind, sind sie eigentlich recht offen, auch um eine Lösung zu finden. Wenn eine Frau 80% schafft, sagt man, und ein Kind hat, sagt man, wow, du schaffst 80%. Wenn ein Mann 80% schafft, sagt man, ah, so schön, nimmst du einen Tag Zeit für deine Kinder. Ich meine, bei uns wird es jetzt einfach so sein, dass ich arbeiten kann. Es ist eigentlich ein bisschen umgekehrt. Mein Freund, der da ein bisschen dann alles unter den Hut bringen muss. Aber da sagen auch viele, ja, das ist klar in eurer Situation, aber es ist jetzt nicht einmal unbedingt aus unserer Situation, weil ich im Rollstuhl bin. Es war ein Freizeitanlass, an dem ich mit dem Skiclub teilgenommen habe. Also nichts mit Skifahren zu tun, es war im Sommer. Wir haben an einem Stafettenlauf mitgemacht in Arosa, wo 10 Leute in einem Team waren. Jemand ist joggen, jemand klettert, jemand geschwommen. Und ich hatte einen Hindernislauf am Schluss, wo ich zuerst über 2 Hürden hüpfen musste und nachher durch eine Art Tunnel durchspringen. Und der Tunnel, der aus Matten und Bänken gebaut war, habe ich den Kopf voran reinhechten, um möglichst schnell durchzurutschen. Und dadurch habe ich meinen Kopf irgendwie an der Matte angeschlagen und mir den 5. Halswirbel gebrochen. Und irgendwie habe ich gewusst, ja, oder denke besser gesagt, nein, ich wollte nicht gelähmt sein. Also irgendwie habe ich schon gerade gewusst, dass etwas so nicht gut ist. Und es sind dann auch Leute gekommen, die mich angelangt haben und ich habe es nicht mehr gespürt.
Und was ich dann noch weiss, ist, dass dann der Heli gekommen ist und ich bin auf Chur gekommen zuerst, wo ich dann gerade operiert worden bin und den nächsten Tag dann auf Notwil ins Paraplegikerzentrum. Und dann war eigentlich schon klar, die Chur im Spital haben sie mir gesagt, das Rückenmark ist durchgetrennt und ich sei gelähmt. Aber eben so als 16-jähriges Mädchen hatte ich natürlich keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist eigentlich recht ein grosser Schritt, so nach 8,5 Monaten im Paraplegikerzentrum dann so raus in die echte Welt, weil das ist einfach ein geschützter Rahmen, alles ist rollstuhlgängig, man hat Pflege rund um die Uhr. Und dann wirklich so wieder im richtigen Leben merkt man erst, was ist jetzt alles anders. Ich denke, es sind so kleine Sachen, die es anfängt, nur schon, dass man so viel tiefer unten ist. Ich habe es komisch gefunden, immer müssen zu den Leuten raufschauen. Und man merkt plötzlich, wie viel man durch das, wie man da steht, einfach durch die Gestik alles kann ausdrücken, wo man plötzlich nicht mehr kann, wenn man im Rollstuhl ist. Oder auch eben, dass immer auf Hilfe angewiesen sind, sich irgendwie anzugewöhnen, Leute auch um die Hilfe zu fragen, die man braucht. So sind es kleine Schritte im Leben, die man irgendwie wieder zurückbekommt. Ja, und auch ein bisschen Freiheit zurückgibt. Ich bin sehr gerne auch in der Natur. Ich habe ein Handbike, das ich jemanden brauche, der mit mir mitkommt, aber wo extrem lässig ist, auch so Geschwindigkeit wieder mal haben. Oder ich mache gerne Spiele mit Freunden, so schon ein bisschen Gesellschaftliche mit den Leuten. Gibt mir eine gute Abwechslung. Ich tue aber auch gerne. Ich habe auch gerne Zeit einfach nur für mich allein daheim. Ich bin gerne an meinem Laptop auch. Ich mache gerne ein bisschen kreative Sachen, sei es etwas mit Fotos, mit Musik oder ja, etwas ganz anderes. Du kannst nicht selber bestimmen, was im Leben passiert, aber du bestimmst, was du ausmachst. Und ich glaube, man kann vieles in seiner Situation selber beeinflussen. Und darum denke ich auch, wenn etwas nicht gut läuft, muss ich mir selber überlegen, was kann ich machen, dass es besser wird. Und das ist vielleicht schon auch etwas, was mich auch in schlechten Situationen antreibt, um zu überlegen, ja, warum geht es mir jetzt eigentlich schlecht und was kann ich ändern, dass es mir wieder besser geht.